in front of me now. I have uploaded app to your phone for you to see too. Okay, dann sind wir bereit. Ja. Ja, ich muss darauf warten, dass du das verbunden hast. Okay, dann ins Handy. Ah. Was? Trau keinem deutschen Panther? Trau keinem Deutschen mit einem Panther. Wechseln, wir haben also der Welt. Versuchen wir noch die ganzen hier zu nehmen, die Zugangspunkte sind. Es gibt nämlich. Hola, Tresor! Geld, Gold. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Ein Gemälde. Sehr schön. Noch mehr Gold. Geil, eine Schere. Kleingeld. Lager. Ja, dann das ist das Gemälde, das du meintest. Der Nordtor ist ausgesperrt, das wird ein, glaube ich. Wenn man fliegt einfach die Kameras durch. Ja. Gar nichts mehr zum Ausspähen. Ja. Weißt du, das ist das Geile an den Kameras. Du kannst nur nach links oder nach rechts. Du gehst einmal durch, zack, hast du's. Fertig. Oh nein, nicht runterfallen. Wir wollen schon ein bisschen umschauen. So, das war ein paar, was gerade meinst du. Die Spikes sind gebrochen, da kann man drüber. Dann gab's noch die Neben. Da gibt's das Haupttor natürlich noch. Wenn da gewissermaßen laut rein will. Was genau. Eine gute Idee ist. Da haben wir die Nebentür. Die Codes kriegen wir, wenn wir draußen ein bisschen rummorden. Hier ist noch eine Mauer. Da, südliche Mauer. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, mit Kletterausrüstung reinzukommen. Und jetzt sind wir wieder bei den Tierkäfigen. Okay. Very good. We think we know where the files are kept. Entrances is the vital information. But there will be much more to learn. Entrances and exits to find, tools, equipment, and of course the really important things. Cash, valuables, contraband. At the minimum, I suggest you look at the north dock before you leave. This is the one you passed on the way to the party. I suspect there will be much to learn there. Okay, wo wollt ihr hin? Sekunde, erstmal aus der Sichtweite der Wache raus. So. Das Norddock wollen wir. Das wäre. Ach, deswegen konnte ich das Norddock vorher noch nicht ausspähen. Weil es jetzt erst erlaubt ist, okay. Ich schau gerade noch. Wir sollten aber erstmal zum Süden.
wo wir schon gerade per. Wir sollten noch südlich beim Anwesen. Da sollten wir noch hinkommen. Wir können zum Hauptdock gehen und zum Boot leihen, damit Was wir mit dem den. Käfig? Was ist mit dem Käfig? Es gab ja einen Käfig irgendwo im Wald, den wir damals fotografiert hatten. Stimmt, da ist nichts. Da gibt es nichts mit. Das sind im Okay. Endeffekt nur so Zusatzsachen, die nichts bringen, heißt, aber interessant sein können. Okay. Die sind hier auf der Karte auch nicht wirklich verzeichnet, wie es aussieht. Okay. Wollt ihr ein Boot besorgen gehen? Ja, ich gehe ein Boot besorgen. Weil ich weiß, wo der Eingang Ja, genau ist. der ist ja ziemlich offensichtlich da, aber dafür brauchen wir ein Boot. Schnell geht. Okay. Oder wir können Tauchausrüstung missbrauchen, aber dann müssen wir um die ganze Insel drumherum schwimmen, gefühlt. Ja, also ich habe Tauchausrüstung, aber trotzdem. Deswegen sollte einer ein Boot besorgen und der andere geht dann den Punkt freischalten. Okay, Ja, ich das komme weil mit dann können wir Nebel. direkt, weil dann können wir nämlich direkt zum Norddock so hoch. Ah, guck mal, der Durch. Käfig. Gesetzt im Fall, wir gehen überhaupt direkt zum Norddock hoch, denn es gibt noch ein paar weitere. Es gibt im Süden noch eine weitere Sache, die man da schauen kann als weiteren Infiltrationspunkt. Jo, Pavel, was sagst du zum Käfig? Was sagt Pavel zum Käfig? Hören wir ja nicht, was er zum Käfig sagt. Oh Gott. Okay, Folterkäfig, alte klassische Kartellmethode. Oh, hier wäre Wird sogar dein ein neues Boot gewesen. Zuhause. Oh. Wird dein neues Zuhause sein, wenn du erwischt wirst? Und irgendwas mit. Man kann es tatsächlich überleben. Aber auch, irgendwas von wegen Vertrau in Weltschnest. Ah, Vertrauen in Waliser, nicht sowas. Ja. Ach, Bemo ist da schon hingefahren. No. Bemo, du nimmst die Sachen für die Aufnahme vorweg. Das ist gemein. Ich will mal keine Stunden lang hier rumsitzen. Aber du kannst doch trotzdem nochmal hinkommen. Außerdem sieht man das doch dann nachher. Oder Ja, wie hast du es nachher. vor? Nachher sieht man es. Aber beim Ausspielen wollte ich, dass wir alle zusammen unterwegs sind. Für den humoristischen Aspekt. Luft, kommst du irgendwie zum Wasser, dann kann ich dich aufsammeln. Außerdem habe ich vorhin gesagt, dass ich schon hingehe und den ausspähe. Das Und hat ist. niemand was gegen gesagt? Das ist nicht durchgekommen. Du hast Du gesagt, meintest. das letzte, was ich gehört habe, ist, hier wäre theoretisch ein Boot, aber dann bist du. Danach kam das nächste, was kam, dass du den Tunnel ausgespäht hast. Ich habe davor schon gesagt. Ich habe gesagt, da kann einer von euch ja ein Boot holen gehen und ich gehe runter und spiele das Ding schon mal aus. Ach so, ich dachte, Ich dass dachte, du du meinst, dass meintest. ich immer tot ein Boot, damit wir gemeinsam dahin gehen können. Das ist, was wir gehört haben. Habt ihr mich richtig zugehört? Oder Discord war böse. Eins von beiden. Nee, das habe ich schon verstanden. Das da. So und so. Wir werden irgendwie gar nicht erwischt. Nein, irgendwie nicht. Diesmal sind wir aber auch richtig unterwegs. So ist. Wie gesagt wurde, es gibt hier unter Wasser einen Tunnel, über den man im Endeffekt direkt in den Tresorraum reinkommt. Der ist hier in der Nähe irgendwo unterwegs. Da ist er. Ich wollte auch vor allem hören, was Pavel dazu zu sagen hat. Deswegen wollten wir da. Jetzt hänge ich hier fest. Oh nein, Dito. Alter. Runter. Dieses Drehen. Schwimmen GTA ist übel. Schwimmen geht ja als übel. Vielleicht kannst du ja noch mal ein Foto machen. Das wird Pavel nicht interessieren, weil er es schon gesehen hat. Denn wir können es ja nur ein einziges Mal an Pavel schicken. Ah, na, das ist schon. Nein, ich will auf das scheiß Bootspiel! Wie bei der Nein! Flucht.
Nein, du darfst auf Spot. So, was müssen wir noch? Wir haben hier hinten noch bei dem Kreis, der direkt neben uns ist, da gibt es noch einen weiteren Infiltrationspunkt. Wenn wir irgendwie einen Weg finden, wieder an Land zu kommen. Bei dieser Position. Nicht sicher, inwiefern wir wieder irgendwo hochkommen können. Wir müssen mit dem Boot an Land, Bermo. Sonst gibt es da keinen Weg. Mal gerade Nein, es gibt gucken. wirklich keine Wege an Land. Die Insel ist explizit so gebaut, damit man nirgendwo an Land klettern kann, damit man sich einfach schwimmen kann. Da drüben kommt man gut hin. Hier kommen wir hoch. Ich bin sehr zweifelhaft, ob wir hier hochklettern können, Luft. Wir können. Nein. Ich werde einfach mit dem Boot hoch, weißt Das wäre, was ich vorgeschlagen hätte eigentlich, aber bei der Position geht das nicht. Nichts, wenn wir nicht genug Anlauf von der. Von. Ach, lass mich. Das Boot spielen. Dann brauchen wir ordentlichen Anlauf für. Hey, eventuell kriegen wir ein Nippeltwister gleich. Weil wir direkt in die Wachen reinfliegen. Ja, wir brauchen eine flachere Stelle und irgendwo, wo wir weniger abdriften können. Hinten Ja, gab da es ein sind paar. die. Vielleicht? Ich bin sofort wieder da. Jo. Jo. Das sind auch wieder die Steine im Weg. Da hinten bei der Wand ist es vielleicht vielversprechend. Na, generell gibt es hier kaum Nee. Wege nach oben. Erst wieder an den Docks. Dann wahrscheinlich. Das ist, wie es an den meisten Stellen ist. Da vorne ist flach. Das war der Weg, den ich eigentlich hier im Kopf hatte, wissen, dass man da ein bisschen Ah, hochkommen hier, wo ich will. jetzt drauf zufahre. Ja, das geht natürlich auch. Nicht ganz, das war nicht ganz, was ich meinte, aber auch gut. Ich hab dich noch gefragt. Nein, ich meinte, das geht auch, ist auch gut, aber anscheinend nicht so. Und vor allem die Stelle, die ich gesehen hatte, ist da auch nicht so flach, wie ich gerne gehabt hätte. Das ist dieser kleine eine Rahmen, der kleine Felsen, der ins Wasser reinragt. Uns bleibt wohl nichts anderes als so und so und so und so ein Dock. Ja, das scheint trotzdem so. Also müssen wir nochmal zum Norddock. Zum Hauptdock. Ich glaube, So. wenn wir mit dem richtigen Winkel fahren, könnten wir auf die eine kleine Nische, die direkt dort neben uns ist, da rein. Und müssen wir schaffen, glatt da drauf zu fahren. Du siehst ja, die eine Nische, wo das Gras und ein bisschen tiefer in den Felsen geht. Ich glaube, ich weiß, was du Wenn wir ganz meinst. genau mit 90-Grad-Winkel drauf klatschen, können wir vielleicht da hoch. Wenn nicht, dann prallen wir ab und landen wir irgendwo. Jetzt im Fall, das ist kein perspektivisches Trugbild, verarscht uns. Ich wette, das verarscht uns. Ja, wir sind auch daneben gerade. Meinst du, die Nische direkt vor uns jetzt gerade? Ach, die? Ja. Gucken wir mal. Dabei am besten noch zurücklehnen, damit die Nase des Ja, Boots das nach weiß, oben geht. das weiß ich also. Musst du halt dann nur gucken wegen den Wellen, weil die. Ja, die sind Willkürfe, die kann man. Die hauen mich jedes Mal aus der Bahn raus.
Wie jetzt zum Beispiel wieder. Nee. Nö, dürfen wir nicht. Das ist ein Arschloch auf der Insel. Das heißt, ich düse zum Hauptdock. Düse zum Hauptdock. Und in die Nähe davon. Das erinnert mich immer an diese Drecksmission von. Ja, noch jetzt noch, Moment. Ja. Ah ja, von den Unternehmen. Ah. Ja, okay, hier können wir halten. Wollen ja nicht alle direkt erwischt werden. Erstmal müssen wir warten, bis Luft wieder da ist. Ja, deswegen stelle ich mich hier oben drauf mit dem Boot. Okay. Ah, Luke ist wieder Ah, da. perfektes Timing. Perfektes Timing. Ja, wir müssen laufen. Das ist immer so bei diesen Missionen gewesen. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit. Hey, würdest du es perfekt schaffen? Und Welle. Und dann kommt die eine Welle, die ist dir komplett verhaut, wo sich das Boot gefühlt 60 Mal dreht. Unsichtbar. Sneaky Ninjas. Ich hab Hunger. Luft, du hast immer Hunger, das ist kein Argument. Aber es hat mir nichts zu essen. Lang. Oh. Huch, hallo Kamera. Oh, ne, hallo Wache, okay. Irgendwie gerade nicht gesehen worden, alles gut. Über den ganzen Wald. Über den Wäldern. Muss die Freiheit erfolgreich sein, oh nein. Das wird es sein. Aber diese Bäume und Gebüsche. Aus Beton gemacht. Kannst du nicht durchlaufen, du bleibst ständig an irgendeinem Blatt hängen. Das Schöne ist, Kannst wenn drüber klettern. wir können ja gleich, wenn wir uns da direkt durch den Tunnel reinsetzen, das Gold, mit dem das ja drin liegt, das wird so reichen, unsere Taschen zu füllen. Wie die Gemälde auch mitnehmen. Nur dann haben wir das Problem, da müssen wir durchs Haupttor raus, ne? Na ja, müssen wir, aber das heißt nicht, dass wir erwischt werden dadurch. Genau genommen ist es sogar höchstwahrscheinlich, dass wir nicht erwischt werden, wenn wir durchs Haupttor rausgehen. Denn durchs Haupttor rausgehen bedeutet nicht, das in die Luft zu jagen. Im Gegensatz zu durchs Haupttor reingehen. Boom. Wir festgestellt haben. So. Warte, Havel. dieser gottverdammte Baum. Was hältst du davon? Also, du solltest mal ein Stück zurückgehen, Eisen. Ja. Ist alles im Griff. So, und dann gibt es noch. Nein, nein, ich glaube, wir haben jetzt alle hier. Wir müssen noch das Norddock machen und dann haben wir die entsprechenden Sachen. Hallo. Hi. Gut, wir Vielleicht können. können wir jetzt ja den Bolzenschneider am Norddock finden. Vielleicht. Oh! Vielleicht können wir uns eine kleine Hilfe geben lassen, zum Norddock schneller hinzukommen, damit die Leute auch das mal gesehen haben. Ah, okay. Was ist denn ein Willst du Auto? dich hin? Wir nehmen das Auto. Willst dich Nippel twisten lassen? Ja, wer weiß, die Leute haben es noch nicht gesehen. Also, man muss nicht immer alles sehen. Doch.
Wir leihen uns das. Hinsitz nicht erlaubt? Wieso ist das der N2? Also ich dachte schon. Nein, nein, er musste jetzt von der Ladefläche runtergehen, um die Ladefläche aufzumachen, um dann wieder sich auf die Ladefläche zu setzen. Ja. Okay, wir kommen jetzt. Ich weiß nicht, ob ein Wegpunkt wirklich viel bringen wird auf dem Weg zum Norddock. Nö, das wird schwierig. Ich mach den einen mal weg. Warum fliegt Bermuda jetzt aber quer durch? Du weißt, dass ich nur hinten auf der Ladefläche drauf sitze? Ja, aber trotzdem, krasses Gebüsch, dass ich einfach in der Lage ist, so runterzureißen. There's no way in hell that this is sneaky. Ich sehe nicht, was du meinst. Diese Kamera ist sehr, sehr nützlich, ja. Es weiß nicht, was es dazu sagen soll. Ob es beeindruckt sein soll oder verdammt viel Angst haben muss, wie inkompetent diese Wachen sind. Nein! Aua! Eisen! Ja? Nicht nett. Tut mir leid. Unauffällig. Ich bin jetzt ganz vorsichtig wegen dieser Gebüsche. Ich habe Angst vor denen. Ja, wir haben das Norddeck unerwischt entdeckt. Das Norddeck unerwischt erreicht. So rum. Ich weiß einfach nicht. Genius, Luf. Nein. Genius. Da haben ihm seine Antifahrkünste mal geholfen, weißt du? Send you Fotograf. Es geht zum Bolzenschneider. Ja, das zählt auf mich nicht als Fotograf hier. Ja, neben, der hat halt keinen Titel. Es muss. Von dieser Sinnwinkel muss es passieren. Verstehe, nimm das, Pavel. I am looking again at this picture, Captain. Do you see the boat on the water? Boat on the water. Interessiert Pavel immer noch nicht. Don't worry, this is rhetorical. Nicht, dass er irgendeine Rolle für uns spielen würde, wenn wir durch den Tunnel reingehen. Das stimmt auch wieder. So, wir haben schon Dinge ausgespäht. Ach, genau, jetzt müssen wir aber. Ach, jetzt dürfen wir die Sachen. Dann gehst nach hinten. Ich gehe nicht an den hier, weil er eine Wache rennt. Oder ich gehe doch an den hier. Ich bin hier schon. Okay, in der Mitte ist nichts. Okay, hier ist Geld oder Gras. Hier ist Gras. Hier ist nichts. Nur findet das dieses Gras. Ich wusste halt, dass es schon da war. Es war ja schon hier drin mit Thermo. Und dann wird es sogar aufgeregt, dass wir es nicht fotografieren dürfen. Jetzt können wir den Bolzenschneider machen. Besonders Eisen, wir brauchen nicht mal den Bolzenschneider. Nein, ich weiß, aber jetzt können wir den fotografieren, weil jetzt gerade gesagt ist, dass wenn wir die richtigen Werkzeuge finden. Warte, wir müssen den jetzt sogar fotografieren. Genau. Ja. Wir sind jetzt ja gerade, das ist jetzt so eine Demonstration dafür, wie das insgesamt funktionieren soll. Wenn man den heißt im Endeffekt bis zum. Okay. Bis zum geht nicht mehr macht. Du als ein Schneider. Gesendet. Deswegen hören wir auch immer, das hören wir jetzt auch alle, was Lester Pavel sagt. Oh, das ist ein Scheiß. Mist. Aber den Wasserturm, den möchte ich auch noch irgendwie. Ach, vielleicht ist der Wasserturm gemeint gewesen. Ich bin zum Falschen gerannt. Ich sehe schon kommen. Nein.
Nein. Ich will nicht in der Galerie speichern. Wir hätten zuerst direkt das erste machen sollen. Ja, egal. Hätten wir hinterher müssen. Mussten wir sowieso. Ja, Fehler wurden begangen. Wir waren selbst der vier parallelen Versen voraus. Ja. Ah, ich habe eine Idee, wie ich den Wasserturm jetzt hier fotografieren kann. Einfach oben den sprechenden Deckel. Oder? Nein. Ich bin enttäuscht. Was ist mit dieser Kletterausrüstung, die ich hier gefunden habe? Ich dachte, wir können den Leuten das Wasser vergiften oder so. Genau. Na gut, wir haben eigentlich jetzt ziemlich alles, was wir brauchen. Ja, dann können wir retour. Dann können wir retour zum Flughafen. Wir müssen dann noch nebenbei einmal den Flughafentour machen. Und dann kommen die ganzen Vorbereitungsmissionen. Genau. Ja. Also alleine sitzt da echt lange dran. Wobei wir nicht wirklich viele Vorbereitungsmissionen brauchen werden. Ich würde schon einige mitnehmen, doch. Ja, ein paar. Du hast allein schon drei Sabotage und vier Ressourcenmissionen. Die Frage ist, ob man die Sabotage wirklich braucht. Ja. Von dem, was ich gesehen habe, von dem Heist, braucht man die nicht zwangsläufig, aber... Eben? Was? Casino heißt. Gut, fair enough. Wir können die wahrscheinlich brauchen. Ich kenne auch unser Glück. Ja. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir so 12 Juggernauts da rumrennen. Mindestens. Die alle zeitgleich Patrouille laufen in Formation. Bestimmt. Und dann einer, der hinter uns spawnt. Oder einer, der hinter uns spawnt, ja. Nein, und? Achso, du meinst der 13. dann. Genau. Ja, natürlich. Unser Unglück muss ja symbolisiert werden. Wir werden sehen, was wir brauchen können. Wenn wir sneaky durch wollen, dann brauchen wir im besten Fall sogar möglichst wenig. Wir brauchen aber auf jeden Fall die Ausrüstung, die uns ermöglicht, den Tunnel zu öffnen. Guten Tag. Ja, das ist ein Ding, das geht so schnell. Ja. Wenn du nochmal vorbeischaust, schaue ich noch einmal ganz kurz nach dem Gabelstapler. Vielleicht interessiert sich Pavel jetzt dafür. Er interessiert sich immer noch nicht für den Turm. Nein, Gabelstapler interessiert ihn nicht. Noch nicht. Aber der ist hier und den können wir trotzdem auch im Heiß benutzen, auch wenn wir ihn nicht ausgespäht haben. Was mit der Hebebühne? Hebebühne? Das sieht aus wie eine Hebebühne. Nein, ist okay. Darf ich da rein? Das hier. Wir dürften sie nicht fahren, deswegen weiß nicht, welchen Zweck sie erfüllen würde, aber... Mach ein Foto statt vom Gabelstapler. Hab es schon. Nee, sag das Text gerade unten. Nein, interessiert noch nicht, wir müssen näher ran. Auch wenn du näher dran bist, interessiert es ihn nicht. Ich erinnere mich bei unserem ersten Heist, wie ich permanent versucht habe, Fotos davon zu machen, das nicht funktioniert. Jetzt darf ich. So, Pavel, nimm. Ach, du darfst jetzt. Aus dem Winkel, wo ich jetzt gerade stand, scheinbar. Wir brauchen keine Verstärkung, Pavel.
Ich wollte es nicht in der Galerie speichern. Ach so, den Turm müssen wir sowieso gar nicht anfassen, weil. Wie. Huch! Was ist mit Discord gerade da los? Ist Discord gerade wieder asozial? Ja. Discord ist immer asozial. Das ist gerade unglaublich verstimmt, dass Discord immer ab dieser Uhrzeit anfängt auszurasten. Vielleicht steigen die Leute, die an Discord benutzen, was genau. So, wir haben alles. Ja. Aber wir wurden noch nicht. Gesehen, stimmt, aber dann müssten wir wieder hinrennen müssen. Okay. The ups and downs in perfect alignment. Yeah, it's a proper Razorback there, but we are off-ski. Not even going back for one more tune, nah, not even a little one. Let's go then. No more boogies, no afters, no watching the sun come up over the ocean in the one place on the planet we can guarantee the marching powder won't run out. Ah, fuck it. Knops. You know what? I'm staying, geese. I don't care if I don't have a ride home. Dave will find a way. This thing ain't over yet. Let's have some! Okay, und er geht sich betrinken. Viel Spaß. Betrinken und Koks und alles. Die Noten wurden wahrscheinlich bereits alle vom Panther gefressen. Was war dieser Schatten da gerade? Sind die UFOs schon da? Ja. Die rechteckigen UFOs. Genau. Die Borg sind hier. Ein Dreieck hätte mir jetzt viel eher Sorgen gemacht. Ach. Was soll irgendwas, da heißen? Ach, irgendwas stimmt an dem Flugzeug nicht. Ich habe da der Hauptumstand ist, dass es nicht am Brennen ist. So.